Ich habe euch natürlich auch eine Morgenroutine aufgenommen, die ist fast ein Ticken wichtiger wegen der Sonnencreme wie die Abendroutine bei mir. Und ich würde sagen, ich lege einfach los nach dem Intro. Ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco. Und falls du Bock hast, guck mal da. Unter dem i, da findest du meine Abendroutine. Jetzt soll es aber um meine Morgenroutine gehen. Und ich habe mich so ein bisschen auf das Thema Öl eingeschossen. Und ich werde zukünftig auch nur noch Öl verwenden, weil das für mich einfach geschickter ist. Du kannst dich damit abschminken, du kannst den Sonnenschutz lösen damit. Und es nimmt nicht so viel Platz weg. Außer ich möchte mal wieder ein neues Produkt testen. Aber wenn gerade nichts Neues da ist, dann wird das gute alte Öl verwendet. An dem ist halt wirklich das Problem. Die erste Flasche war echt kein Problem, aber jetzt die zweite Flasche, da riecht es halt schon ein bisschen ranzig. Das hat so ein bisschen das Problem, also das DM-Produkt, dass eben das Öl halt wirklich harzig riecht, also so Rohöle riechen halt nun mal so, aber es ist halt unangenehm. Also jemand, du kannst jemanden nicht vom Thema Duftstoffe abbringen, wenn was so riecht. Das kann die gute Werbung absolut nicht. Es gibt noch eins von Rossmann, das ist auch echt in Ordnung. Ich finde das finde ich besser, aber der Geruch ist leider. Ich wollte es echt nicht glauben, weil mein erstes echt nicht so gerochen hat und das zweite jetzt. Also von Charge zu Charge glaube ich auch ein bisschen anders. Aber wenn du das nächste Mal bei DM bist, können auch Kerle nehmen. Ne? Also das hat nichts mit Abschminken zu tun. Es ist halt wirklich die sanfteste Möglichkeit, sein Gesicht zu reinigen. Und ich liebe es auf jeden Fall. Also bin ganz froh, dass sie in den Produkten jetzt das Kunststoff wirklich weglassen. Als zweites nehme ich meist das No-Produkt her. Das habe ich schon einzeln vorgestellt. Das werde ich dir auf jeden Fall auch mal unter das i legen. Das beruhigt halt die Haut echt super gut. Gerade wenn du wie ich im Winter halt so Probleme hast. Die Haut fettet halt bei mir richtig übel. Und da ist so ein Produkt echt gut. Das ersetzt kein Serum. Keine Angst, also falls du eine lange Routine haben möchtest, das tut man einfach zusätzlich, also direkt nach dem Waschen drauf und das zieht auch echt super ein. Mit dem Produkt habe ich echt gute Erfahrungen auf der Kopfhaut gemacht. Nur so viel dazu, da ist Ektoin mit drin und das hat echt ein wunderbarer Inhaltsstoff. Also da hat No wirklich was richtig Cooles rausgebracht. Leider wird das immer noch so gehypt, dass das halt ständig ausverkauft ist. Ich habe meins damals bestellt, direkt bei No selber. Es ist fast leer. Ich würde es mir jetzt nicht mehr nachkaufen, aber aus dem Grund heraus, weil es halt eben so viel zum Ausprobieren gibt. Also unbedingt mal testen und ich liebe das halt einfach in meiner Routine, kann es aber auch wegdenken. Das Slow Aging Serum von No ist auch mega gut. Das zieht halt echt super ein. Ich selber kann halt mit so öligen Substanzen nicht so viel anfangen, weil das legt sich bei mir halt alles auf die Haut. Weil ich habe eh eine Mischhaut, die in Richtung fettig geht. Und die Multipeptid-Infusion finde ich halt mega gut. Das ist nichts, wo du jetzt sagen kannst, auf kürzere Sicht, dass du da irgendwelche Wunder erwartest. Das ist auf längere Sicht aber was richtig Gutes. Und wenn du wie ich schon über 40 bist, dann solltest du auf jeden Fall mal zu sowas greifen. Und ja, ich mag es echt gerne. Würde es mir jetzt aber auch nicht nochmal nachkaufen, weil ihr kennt das ja. Ich probiere relativ viel aus und komme eben mit anderen Inhaltsstoffen noch ein bisschen besser zurecht. Du sollst dir halt nicht die Routine so maßlos voll knallen, dass du auch ja alle Inhaltsstoffe und alle Actives drin hast, sondern guck so ein bisschen, dass du es eben für dich groß genug handhabst und du musst da auch nicht alles drin haben. Und wenn du halt dann eher zu Inhaltsstoffen greifst, wo du halt so ein bisschen mehr Wirkung siehst, und für mich ist es halt Niacinamid und Co., ist natürlich auf jeden Fall cool. Aber Erfahrungen mit dem gemacht zu haben, ist auch richtig, richtig nice. Alle reden über Tigergras, also war es für mich einfach auch irgendwie so eine Pflicht, die Creme zu kaufen.
Die ist echt gut. Stelle ich auch noch vor. Aber die ist preislich gesehen für ein Essensprodukt echt teuer. Also man darf da nicht irgendwie denken, so oh, geht so vom Preis her, weil von der Menge her hochgerechnet. Aber Tigergras soll ja richtig gut sein und ich komme mit der wunderbar zurecht. Jemand, der ein bisschen mehr Pflege braucht, ist bei der echt nicht gut aufgehoben, weil das ist sowas, was du kurz vorm Schminken auch nochmal auftragen kannst, so als Unterlage. Denn die macht so ein richtig schönes Hautgefühl. Ich mag die. Ich habe die bei der Hatice gesehen, wie sie das ausprobiert hat in ihrem Essensvideo und dann musste ich sie auch gleich ausprobieren. So, und das Allerwichtigste am Morgen ist der Sonnenschutz. Ich verbrauche gerade oder ich brauche gerade die Visern auf. Ich habe die jetzt schon aufgeschnitten und bin echt froh, wenn die leer ist. Es bedeutet aber echt viel, wenn ich ein Produkt aufschneide und den Rest raushole. Da ist echt noch mega, mega viel drin, muss ich sagen. Ich werde mir auf jeden Fall die große ohne Duftstoffe holen. Die war halt echt, die war der Knüller. Die war wirklich der Knüller, als ich sie mir im letzten Jahr geholt habe. Ich dachte mir echt anfänglich so, ich mache mir Parfüm ins Gesicht, weil das so, die hat echt, die riecht echt, echt, echt heftig. Gibt inzwischen, wie schon erwähnt, eine duftstofffreie Reihe, also von Gesichtssonnenschutz, Body, das ist ja Body-Sonnenschutz. Und im Unterschied haben die einen, also die Gesichtsvariante hat einen höheren UVA-Schutz, aber es ist minimal höher. Ich kaufe mir meistens immer die großen, mir reicht das. Es ist wirklich ein minimaler Unterschied. Und ich komme mit denen echt gut klar. Ich finde, klar, es ist dann schon ein bisschen speckiger, wenn man die entsprechende Menge aufträgt. Aber es funktioniert für mich echt gut. Und ich nehme mir dafür auch wirklich Zeit in letzter Zeit, muss ich wirklich sagen. Also es geht nicht mehr huschi huschi, weil da trägst du meistens eh zu wenig auf. Sondern ich lasse mir wirklich Zeit beim Sonnenschutz und gucke auch wirklich, dass ich da überall rankomme. Und so in die aufgeschnittene Tube, wenn du da mit dem Finger reingehst, dann nimmst du eh schon automatisch ein bisschen mehr, habe ich gemerkt. Visern werde ich mir definitiv nochmal kaufen, aber natürlich nicht die Variante mit den Duftstoffen. Na, wie ist eure Routine? Schreibt mir gerne das unten mal in die Kommentare, was du gerade im Moment so benutzt und wie gut du damit zurechtkommst. Oder ob es irgendwelche neuen Produkte gibt, die man sich unbedingt mal anschauen muss. Also gerne unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle mal wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten, gib mir gerne einen Daumen nach oben und falls du Bock hast, wie schon erwähnt, hinterlass einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.